Endlich geht es nach der langen Urlaubspause wieder weiter mit... Wie heißt das eigentlich? Moment. Hier auf der Verpackung steht... Mario und Luigi Papayambros. Okay, also willkommen zurück bei Mario und Luigi Papayambros. Nein, Spaß. Ein bisschen kann ich's noch, aber es ist immer wieder schwierig, wenn man eine Woche mal nicht Let's Played hat, wieder reinzukommen. Ohne Scheiß. Man sagt sich zwar so, ja komm, das ist wie Autofahren oder Fahrradfahren. Nein, ist es nicht. Zumindest bei mir nicht. Ich weiß immer nicht, oh, wie gehen die Programme? Was ist denn da eigentlich YouTube und so Sachen? Das ist wirklich schlimm. Aber egal, ich werde schon wieder hier reinfinden. Hallo Lakitu, wie geht's dir so? Bei dir hat sich zwischenzeitlich einiges getan, hm? Nicht unbedingt positiv. Naja, egal. Bei unserer ersten Begegnung hast du mich auch angesprochen. Das sage ich dir jetzt, weil du bestimmt gar nichts mehr weißt. Ja, so ist es. Das war vor dem Pilzpalast, vor einer ganzen Weile. Aber das ist auch Schnee von gestern. Lassen wir das hinter uns. Die geheimnisvolle Röhre im Lakitu-Infozentrum ist nun geöffnet. Auf der anderen Seite der Röhre erwartet dich die beste Spielhalle im ganzen Königreich. Also, kannst du dir... bestimmt keinen besseren Ort zum Entspannen vorstellen als diesen hier, richtig? Da kann man sogar richtig coole Videospiele spielen. Ich kann mir jedenfalls nichts Geileres vorstellen. Ja gut, das klingt tatsächlich ziemlich interessant. Schauen wir es uns doch mal an. Spielhallen gab es auch schon in den vergangenen Teilen immer mal wieder. Oder halt so Minispiele an sich. Ich finde das auch sehr, sehr hübsch designt. Oh, die trinken Kaffee! Oder? Ja, Kaffee oder Kakao? Ich will auch. Ich sammle hier meine Kräfte, bevor ich mich wieder in die Kampfarena stürze. Ich muss mir unbedingt einfallen lassen, wie ich mit dieser Mutant-Tyrannia-Attacke fertig werde. Ah, mit Sicherheit kann man hier Rückkämpfe gegen die Bosse machen und die sind dann schwieriger. Sowas ist ein beliebter Modus in den Mario & Luigi-Teilen. Manche mögen Milch und Zucker in ihrem Lucky-Tee, aber für mich ist er so perfekt. Ach so, die trinken Lucky-Tee, was auch immer das sein soll. Mich würde die Geschmacksrichtung interessieren. Wolkig? Mit Aussichten auf schokoladig. Es ist wichtig, sich nach den Strapazen des Arbeitslebens auch mal zu entspannen. Ja genau, das habe ich ja gemacht. Aber jetzt geht's wieder richtig weiter hier. Ah, hier oben ist es so entspannt. Ich könnte direkt ein Schläfchen halten. Ja, bietet sich an. Hier Schäfchen zu zählen, sollte auch kein allzu großes Problem sein. Die springen doch immer auf so Wolken entlang, oder nicht? Gibt es eine Paar- oder Trio-Attacke, die dir besonders gut gefällt? Dann beweise dein Können beim Attackathon. Okay, okay, okay. Ich frage jetzt erstmal, ob ich ein Schlückchen Lucky Tee bekomme. Dieser köstliche Lucky Tee erfrischt Körper und Geist für nur 20 Münzen. Ja. War klar, dass sie abzocken wollen, aber ich nehme mal einen. Was passiert dann? Ich denke mal, man wird komplett geheilt, oder? Ja. Was ziemlich sinnfrei ist, denn es gibt genügend Blöcke, die das kostenlos machen. Aber naja, immerhin haben wir hier einen Lucky Tee getrunken und nicht einfach nur gegen einen Block gesprungen. Was soll's. Gucken wir uns die Attraktionen an. Bosskampf-Arena. Ja, das sind die Rückkämpfe. Das kennt man, wie gesagt, schon aus dem vergangenen Teil, also aus dem einen oder anderen vergangenen Teil. Da steht sogar noch das empfohlene Level mit dabei, also, ja. Mindestens Level 17 sollte man sein, um gegen die Mutant Tyrannia zu kämpfen. 20 gegen die Pockys, Alter, das ist ganz schön viel, ne? Und so viele Bosse kommen noch. Ja, ja, man kann sich hier ein bisschen spoilern lassen. Wir haben ja vom Spiel bislang noch kaum was gesehen, wow. Aber das ist gut. Weil der Anfang war jetzt eher so, naja, finde ich. Aber ich habe das Gefühl, dass das Ganze jetzt richtig ausrasten wird. Weil wir wurden ja schon darauf... Ach so, aber nur noch 3 Kartonkämpfe? Seltsam. Wir wurden ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass im Schloss jetzt womöglich irgendwas nicht ganz okay ist. Und was da los ist, das werden wir jetzt gleich erfahren. Ich möchte nur kurz hier mal den Attackathon ausprobieren. Ich glaube, da muss man einfach nur lange Zeit hintereinander alles richtig machen, oder? Genau. Für 1000 Punkte gibt es halt, also beziehungsweise für 1000, 2000 und 3000 Punkte gibt es dann eine Medaille. Kann ich die Attacken noch? Mal schauen. Oh, das ist aber ein bisschen mehr random als bei einem normalen Angriff, oder? Kommt mir das nur so vor? Moment, ich hatte erst 160 Punkte.
Okay. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nur verloren, weil ich so schockiert war, dass ich erst so wenig Punkte hatte. Wie willst du denn bitte die Medaillen kriegen? Das dauert ja bis morgen. Klar könnte ich das jetzt angehen und würde es wahrscheinlich auch relativ schnell schaffen, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich damit unsere Zeit verschwenden wollen. Ich glaube nicht. Wenn dann, nach dem Haupt-Let's Play. Jetzt müssen wir das ja nicht unbedingt machen. Und warum kann ich nicht zurück? Ja. Was das ist, das habe ich eben schon rausgefunden. Aber ich möchte gehen. Okay, man darf keinen Triple Jump ausführen, weil man dann zu dritt wohl nicht hoch genug kommt. War mir bislang auch noch nicht bekannt, aber gut, dann weiß ich es jetzt. Vielen Dank, nice to know. Lasst uns nun endgültig den Weg zum Castle einschlagen, aber ich sehe schon, ein paar explosive Gegner wollen verhindern, dass ich das Castle jemals erreiche. Wow, und ein Erstangriff hat zur Folge, dass die Bob-Oms direkt kontern können. Das ist gemein. Aber Mario hat zum Glück schnell reagiert und größtenteils die Angriffe abgewehrt. Lasst uns mal was ausprobieren. Ich habe die Hoffnung, dass alle Bob-Oms durch die Explosion der Rakete auf einmal explodieren. Aber es handelt sich um Papier-Bob-Oms, ne? Nein! Ich bin ein dermaßen großer Trottel, das ist nicht zu fassen. Man muss halt treffen, ne? Sonst bringt das Ganze nichts. Naja, sei es drum. Wir kriegen die Bob-Oms auch so down. Die stehen ja noch. Ich finde es aber nett, dass angezeigt wird, wer angegriffen wird. Alles andere wäre auch arg unfair gewesen. Ich meine, die Bob-Oms greifen schnell und stark an. Des Weiteren bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die Möglichkeit haben, mich zu paralysieren. Heißt, wenn eine Explosion mich direkt trifft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich nicht mehr bewegen kann für unbestimmte Zeit. Sternenbrosche haben wir gefunden. Was ist das denn? Moment, haben wir das nicht schon mal gehabt? Sternenbrosche sagt mir was. Gib dir Sternpunkte, wenn du einen tollen Treffer landest. Ja, doch, das hatten wir doch schon mal für Paper Mario. Oder nicht? Doch. Und ist auch exakt dasselbe. Die Entscheidung bleibt die gleiche. Ich bin mit der aktuellen Ausrüstung eigentlich recht zufrieden und werde nicht wechseln. Stattdessen greifen wir diesen Monty an, der mal wieder meint, mich mit Felsklötzen angreifen zu müssen. Das muss doch wirklich nicht sein, mein Lieber. Moment. Du kriegst jetzt eine rote Strafe. Der rote Mario drescht auf den roten Panzer ein und mischt auch noch Luigis grüne Power mit rein. Wie schmeckt das? Tödlich, nicht wahr? Dachte ich mir doch. So, Paper Mario, du machst den Rest. Ich weiß gar nicht, sollten wir die Karten hier eigentlich jetzt umdrehen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, mein Deck ist langsam leer. Und ich denke, es fühlt sich erst wieder... Wenn wir alle Karten umdrehen. So, jetzt ist das Ganze auf Null. Und im nächsten Kampf sollte das Deck wieder von vorne gemischt werden, oder nicht? Ja, jetzt schon. Okay, alles klar. Sieht man auch da oben rechts auf dem Touchscreen. Da steht immer die aktuell verbleibende Zahl der Karten. Ja, jetzt habe ich das Kartensystem endgültig verstanden. Aber ich finde nach wie vor, dass es den Orden viel zu sehr ähnelt. Weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber... Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum man das geändert hat. Man hätte ruhig die Orden beibehalten können. Naja, gut. Was willst du, hä? Verfolg mich nicht, Alter. Fällt mir gar nicht. Bam. So, kontern. Nein! Das war schlecht. Sonst war ich immer ganz gut dabei, aber das war schlecht, leider. Na schön. Probieren wir es noch einmal mit dem Raketenabschuss. Weil mich interessiert das schon. Ob man die alle auf einmal irgendwie bezwingen kann. Das sind halt Papier-Bob-Oms. Warum sollten die alle gleichzeitig explodieren? Bei normalen ja, aber bei Papier
Na gut, es wird zumindest Autsch angezeigt. Und es sind tatsächlich sehr, sehr viele gestorben, aber nicht alle. Was ich besonders fies finde ist, es greifen ja immer mehrere Bob-Oms an. Und sobald man einen gekontert hat, explodiert das ja. Logischerweise. Und der nächste rennt dann schon los. Heißt, man sieht ihn relativ spät. Also auch wenn das Konter vielleicht im Video ganz einfach aussehen mag, das ist es nicht. Aber es ist jetzt auch nicht besonders schwierig. Man muss nicht übertreiben. Also man kann gut in den Rhythmus reinkommen. So, drei Montys. Drei sollt ihr sein. Na, dann holen wir uns doch mal hier die zusätzlichen Erfahrungspunkte. Ich meine, warum nicht? Können wir gebrauchen. Und die anderen beiden Karten drehe ich um. So. Tschüssi, brauchen wir nicht. Zumindest jetzt nicht. Und ansonsten, ja, wie soll ich denn die killen? Nochmal Rakete? Ja, komm. Machen wir nochmal die Rakete. Macht schön viel Schaden. Wäre toll, wenn wir zwei Montys in den Tod reißen könnten. Okay, soweit so gut. Ja, sie wurden zumindest noch am Rücken ein bisschen getroffen. Also, die Rückenhaare sind abgefackelt, aber mehr ist nicht geschehen, leider. Du musst da wirklich so genau landen, das unterschätzt man ein bisschen. Moment, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Du bist Hammer. Ich mag das Lied immer noch. Ein Culture Candela. Weiß nicht, wie ihr es findet. Schon ein bisschen alt, aber ich finde es immer noch super. Bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Wow, wow, wow! Nein! Nein, 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 Paper Mario liegt am Boden, fuck. Das ist nicht gut. Dafür wirst du büßen! Okay. Kriegen wir ein Level up hin? Ja! Für Mario Level 14. Endlich die 13 verlassen. Das hat uns mit Sicherheit ziemlich viel Pech gebracht. Zumindest bilde ich mir das jetzt hier ein. Nee, ist aber echt so. In letzter Zeit lief so von den Timings und sowas nicht so gut ab. Ja, ja, ja. Schon viel schief gegangen. Ups. Jetzt müssen halt die anderen noch Level 14 erreichen. Mario! Bin ich froh, dich zu sehen. Prinzessin Peach wurde... Nee, sag's nicht. Komm am besten mit zum Palast und sieh's dir selbst an. Oh oh, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Aber das mit den Prinzessinnen kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Schließlich weiß der Spieler schon längst Bescheid und, naja, da jetzt so eine Spannung aufzubauen, ich weiß nicht. Da muss noch was kommen. Haben wir diese Blumen nicht bereits abgerannt, sag ich jetzt mal? Kann es sein, dass die sich nach einer Zeit wieder zu einer Knospe zurückbilden und man die Kohle erneut bekommen kann? Dieser Kampf ist mega unnötig, denn die Goombas haben uns natürlich überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen. 202 Schaden, wow. Der wurde so dermaßen zerstört. Verdammt, ich hätte den Kampf dazu nutzen können, Paper Mario zu kopieren. Mensch, das muss ich langsam mal in meinen Kopf kriegen. Dass ich an die Kopien denken sollte. Naja, jetzt geht's aber erstmal hier um die Story. Und ich bin sehr gespannt, was mir jetzt serviert wird. Tief durchatmen. Und go. Oh, wie schrecklich, wie schrecklich. Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Reiß dich mal zusammen. Mein armer Freund hier ist von der Situation etwas mitgenommen. Lasst mich alles erklären. Bitte hört aufmerksam zu. Nicht einfach die R-Taste gedrückt halten, um vorzuspulen, ja? Das ist witzig gerade. Das könnte man theoretisch machen. Es geschah bei meinem täglichen Spaziergang auf dem Spiegelbildberg. Da erschienen plötzlich keine geringeren als Bowser Jr. und Paper Bowser Jr. mit zwei Prinzessinnen Peach im Schlepptau. Das bedeutet, dass sich die Prinzessinnen nicht mehr in Bowsers Festung befinden, sondern auf dem Spiegelbildberg. Und was ist so schlimm daran? Wer hätte gedacht, dass Papa hier oben eine Villa hat?
Als ob. Was für eine Aussicht. Hey, Kumpel! Hast du unten den beeindruckenden Kartonkoloss gesehen? Der sieht genau wie wir aus. Ehrlich? Das muss ich mir mal ansehen. Wo sind wir hier? Auf der Spitze eines Bergs? Offensichtlich, ja. Schöne Musik übrigens. Aber ich frage mich, wie Bowser die Villa finanziert. Ich friere fürchterlich. Oh. Aber zum Glück können wir uns ja gegenseitig warm halten. Und wir schauen zu. Oh, habe ich das laut gesagt? Ah, dir wird also auch kalt? Wie dumm von mir. Natürlich wird dir auch kalt. Du bist schließlich ich. Mario! Ich frage mich, wo Mario ist. Und natürlich Paper Mario und Luigi. Wenn dein Mario so ist wie der Mario aus meiner Welt, geht es ihnen bestimmt gut. Sie sind wirklich sehr fähig, nicht wahr? Und sie kümmern sich um andere, besonders um Luigi, der, seien wir ehrlich, eben Luigi ist. Nun, Luigi gibt sein Bestes, aber ja, er ist dumm und naja, you know. Alle dissen ihn immer. Voll fies. Weißt du, mir ist nie wirklich aufgefallen, wie toll unser Haar zu unseren rosa Kleidern passt. Die Farbe kontrastiert wirklich großartig mit den verschiedenen Blondschattierungen, nicht wahr? Das sind genau die Probleme, die es jetzt zu lösen gilt. Da hast du völlig recht. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich an meinen Haaren allerdings schon immer etwas drastisch verändern. Es ganz abschneiden zum Beispiel. Bitte? Ich auch, aber irgendwer überredet mich immer dazu, es zu lassen. Oh, sagen Sie, dass kurze Haare einer Prinzessin nicht stehen? Das habe ich schon öfters zu hören bekommen. Genau das, absolut lächerlich. Manchmal habe ich diesen Look schon satt. Hast du eine Idee für eine andere Frisur? Bleibt immer noch der Pferdeschwanz. Der ist praktisch beim Sport, aber nicht wirklich ein neuer Look. Ich könnte es auch mit einem Glatteisen versuchen oder mit Lockenwicklern. Oder die Haare lila färben. Das sind in der Tat interessante Optionen, doch wie wäre es mit einem neuen Outfit? Nun, dies ist eines meiner Lieblingskleider. Und wie gesagt, rosa passt so wunderbar zu unserer Haarfarbe. Ich war allerdings schon immer neugierig, wie mir dunkelbraun steht. Oh ja, Abwechslung ist die Würze des Lebens. Sobald das hier überstanden ist, sollten wir unseren neuen Look in einer Modenschau präsentieren. Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich habe einen ganzen Schrank voller ungetragener Diademe. Ich auch. Was zur Hölle war das? Die Prinzessinnen werden also nicht mehr in Bowsers Festung gefangen gehalten. Das wurden sie. Nun frieren sie in Bowsers Villa hoch oben auf dem Spiegelbildberg. Eine eigene Villa hat dieser Schurke. Ist das denn die Möglichkeit? Doch das ist noch nicht das volle Ausmaß seiner Schändlichkeit. Welch trauriges Szenario entfaltet sich vor meinen Augen. Die beiden Prinzessinnen, zitternd vor Frost und Furcht. Gefrorene Tränen zieren ihre Wangen wie kalte Kristalle. Während die bösartigen Bowser-Belger sich wegen ihrer Langeweile beklagen. Allein bei der Vorstellung packt mich das Grauen. Diesen schändlichen Schurken muss das Handwerk gelegt werden. Dieser niederträchtige Bowser. Den armen Prinzessinnen bleibt nur noch eine Hoffnung. Hey, wo seid ihr hin? Hoffentlich was unternehmen und nicht einfach nur rumlabern. Dann ist wohl klar, wohin die Reise geht. Auf zum Spiegelbildberg. Über den nördlichen Zwielichtforst gelangt ihr am schnellsten dorthin. Doch beeilt euch. Ohne euch sind wir verloren.
Und noch etwas. Ihr werdet sicher auch einen Kartonkoloss benötigen. Überlasst das ganz mir. Macht euch auf den Weg zum Spiegelbildberg. Ich folge euch dorthin. Keine Sorge, meine bärtigen Freunde. Ich habe bereits einige Abenteuer hinter mir und kenne mich in diesem Bereich besonders gut aus. Wir sehen uns auf dem Spiegelbildberg. Seid unbesorgt, Prinzessin. Solange dieser Toad noch atmet, wird er euch niemals im Stich lassen. Wetten, der besiegt irgendwie den Endboss. Ach ja, fast vergessen. Die Läden im Pilzpalast haben ein neues Inventar, habe ich gehört. Na dann schauen wir doch mal vorbei und droppen ein bisschen das YouTube-Money. Allerdings erst im nächsten Part, denn ich habe keins mehr. Verdammt!